Giga Zockmontag. Die Lieblingsspiele der Giga-Redaktion. Diese Woche Robin Schweiger. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest. And all the effort in the world would have gone to waste. Das beste Spiel aller Zeiten, Mats. Half-Life 2. Das ist Teil 1 meiner Liste. Das wäre auch auf Platz 1, aber wir haben jetzt ja nicht gerankt, deswegen taucht es einfach direkt auf. Was, dass du es jetzt gesagt hast? Naja, ich würde einfach ganz aus meiner Sicht sagen, dass es für mich das absolut unzweifelhaft beste Spiel aller Zeiten ist. Half-Life 2 habe ich damals über Umwege gekauft, natürlich, weil das war 2004, da war ich 13. Tom hat mich via SMS gefragt, ich habe sofort angefangen zu tippen. Es stand natürlich Half-Life 2 als erstes da und Robin hat es aber schon gepickt, deswegen durfte ich das nicht nehmen. Ich bezweifle ja, dass Robin da schon auf der Welt war, deswegen ist es jetzt doch einfach mein Platz. Half-Life 2 hat alles, was ein Ego-Shooter braucht und hat vor allem alles, was danach Ego-Shooter hatten, weil es hat dieses Genre einfach komplett revolutioniert. Wenn man sich anguckt, was vor Half-Life 2 kam und was nach Half-Life 2 kam, das ist alles nicht, alles, hier, Modern Warfare, Half-Life 2 kam kurz darauf und hat Modern Warfare einfach mal in den Boden gesteckt. Und die also nichts Atombombenexplosion kann da mithalten. Das Ding hat eine ganz subtile, aber nichtsdestotrotz spannende Geschichte. Das Ding hat Charaktere, die dir ans Herz wachsen. Das Ding hat Shooter-Mechaniken, die auf den Punkt funktionieren, aber gleichzeitig ständig Abwechslung bieten. Ich weiß noch, wie fasziniert ich war, als ich das erste Mal Half-Life 2 gespielt habe auf meinem frisch abgegradeten PC damals. Erste Mal Steam. Das hat ja Steam so eingeführt und war Pflicht. Das war schon mal ein Minuspunkt, da hat es schon mal einen Minuspunkt gekriegt. Aber dann kommst du in diesen Bahnhof und ich habe mir einfach nur die Fliesen angeguckt und geschaut, wie da diese Reflexionen drauf funktioniert haben, weil ich fand das optisch so beeindruckend, das sah so realistisch aus. Mal hast du eine Fluchtszene, dann bist du in einem Buggy unterwegs, dann fährst du mit einem, wie nennt man es, mit einem Hovercraft, Hoverboard, was auch immer, durch so einen Kanal. Ich erinnere mich an Berichte damals über das Spiel, wo es auch hieß, ja, das ist fast schon Fotorealismus. Ich glaube, aus heutiger Sicht sagt man eher, nee. Fast. Aber close enough. Ja. Dann bist du gefangen und musst irgendwo ausbrechen. Dann hast du deine Gravity Gun, die einfach mal alles über revolutioniert hat. Dann werden plötzlich die Physikspielereien reingebracht, was du noch nie gesehen hast in einem Videospiel in dieser Form. Max Payne 2 mal, aber dass das so ins Spielsystem integriert ist, dass du eben mit der Physik interagieren musst. Half-Life 2, Kinders, ne? Da könnte ich, also, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, ist ganz gut. Boah. Was so das Gefühl, das Ego-Shooter-Gefühl angeht, ist dieses Spiel immer noch State of the Art, was krass ist, wenn man bedenkt, wie alt es ist. Auf jeden Fall wird Zeit für Half-Life 3. Wurde jetzt gerade confirmed. Echt? Während wir das gerade geguckt haben. Gerade jetzt? Ich hab's gerade hier auf meiner, auf warte meiner mal, Apple Watch. Warte mal, da muss ich mal. Weißt du, was auch ganz gut ist? Oh, Metal Gear Solid 3. Wir haben gerade angefangen, das bei Teil 3 zu spielen. Wie das jetzt in so einer Monologshow von Robin würde. Ich hoffe, die anderen haben da was zu sagen gerade. Robin hatte ja mal selber gesagt, was sein erster Berührungspunkt mit Metal Gear Solid war. Und das war einfach nur eine Stelle in dem Spiel, wo irgendjemand nackt durch die Luft fliegt. Achso, ja, nee, was? Im ersten Metal Gear Solid, also, da gibt es so einen nackten Typen, der mit seinem Hintern nach oben gut, das umlag. Das war seine erste Begegnung mit der Serie. Und weißt du Bescheid? Du wirst das Spiel noch zu sehen bekommen und ich werde dabei sein und das macht mich sehr glücklich, denn Metal Gear Solid 3 hat den, also wenn ich einen Moment unabhängig von den vom restlichen Spiel einfach bewerten müsste, dann hat Metal Gear Solid 3 den schockierendsten, krassesten, emotionalsten Spielmoment aller Zeiten. Ich hätte, glaube ich, 2 genommen, weil 2 für mich das erste Mal so dieses, da war ich so unglaublich fasziniert davon, dass Kojima halt dieses Cineastische so toll hinbekommt und dass er sich so viel Zeit nimmt für die Intros, dass er sich so feiert, ja. Du hast vorher halt in Metal Gear Solid 1 und 2 sehr lineare Level gehabt und es wirkt so, als ob diese Spielmechanik auch nur in diesen linearen Level funktioniert, aber sie schafften es dann, diese Mechanik zu nehmen und sie in eine offene Welt zu packen und das in eine Kalter Krieg-Geschichte, die so ernst ist und so überraschend, dass ich jetzt gerade könnte wieder mal weinen vor Freude. Das ist sowas, was ich immer noch nachholen muss und das werde ich, glaube ich, echt nur auf YouTube-Ebene nachholen, weil diese Stealth-Elemente
haben es mir bislang einfach echt noch nicht möglich gemacht, da Bock drauf zu haben. Ist auch so, oder? Max ist jetzt nicht, das ist auch wirklich eine Typfrage. Bereut man auch nicht, diese Spiele gespielt zu haben, weil sie sind zum einen auch spielerisch total super. Wie viele Easter Eggs in den Dingern versteckt sind, das ist wirklich der Hammer. Was für, wie viele Giga-Secrets folgen wir damals richtig. Was da an der vierten Wand gebrochen wurde und so. Kojima ist einfach nicht nur ein guter Game Designer, sondern auch ein guter Geschichtenerzähler, obwohl er im Letzteren gerne mal zu weit übers Ziel hinausschießt. Das Metal Gear Solid musst du von Anfang an irgendwie erleben, um wirklich alles zu verstehen, um drin zu sein. Und ich glaube, das war beim drin so. Ich fand die, als ich also dritten wäre so ein bisschen die Ausnahme, weil das ja ein Prequel tatsächlich. Das ja, erste aber Prequel ich glaube, das, du musst in dieser Welt schon ein bisschen zu Hause sein, um da Zugang so richtig zu finden. Weil ich habe das damals irgendwann mal angespielt und fand das super geil mit diesem Urwald. Und aber ich habe einfach keine Ahnung, was das Spiel von mir wollte. Auch bei Metal Gear Solid 3. Du hast immer Spiele, wo Leute erschossen werden. Bisher richtig, ja, aber ich wollte gerade sagen, wie bei Metal Gear Solid 3 ist bei Mafia auch die Geschichte ganz, ganz wichtig dafür, dass ich das so in Erinnerung habe. Hätte ich auch fast genommen. Also wenn ich, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich, ja. Ich bin jemand, der halt viel Wert auf Story legt und der halt auch einen sehr viel Spaß an der Filmkultur hat und so weiter. Und das ist auch so ein Spiel, was sich so schön bedient hat bei seinen Vorbildern. Ich weiß noch, wie ich damals mich einfach nur in diese Hochbahn reingestellt habe, weil ich so faszinierend fand, dass sie dich wirklich von A nach B getragen hat und du konntest dir die Stadt dann so angucken und so. Also nicht nur irgendein Prop, was dann rumfährt. Nee, du konntest rein und konntest dann nach draußen gucken und damals sah das ja auch sehr hübsch aus, das Spiel. Du hast einfach ein knallhartes, brutale Welt, wo Charaktere sterben, die dir wichtig werden, wo du selbst niemals sicher bist. Und da hast dann dazu noch diese Stadt, die so großartig simuliert war. GTA 3. Das war aber was komplett anderes als GTA 3, das meinte ich ja, weil da hast du gar nicht da die Möglichkeit gehabt, wirklich einfach rumzurasen, alles wegzuballern. Das ging nicht, weil du einfach zu schwach dafür warst. Das heißt, du hast dich wirklich tatsächlich an die Regeln gehalten, weil sobald du über das Tempolimit gefahren bist... Oh Gott, diese Scheiße, sobald du über das Tempolimit gefahren bist, hatte ich die Polizei angehalten. Wenn du über Rot gefahren bist, hatte ich die Polizei angehalten. Ja. Das fand ich super geil. Ich habe nur den zweiten Mal irgendwann angefangen und der war der hat sich relativ schnell totgelaufen, fand ich irgendwie. Nach ein paar Stunden war das schon so ein bisschen. War eigentlich im Verhältnis zu dem hier eine große Enttäuschung, muss man sagen. Ja, es war okay, aber halt irgendwie auch nicht mehr, ne? Ja, das ist wirklich tragisch, dass viele dieses Erlebnis halt nicht bis zum Ende genießen konnten, weil sie eben sich durch dieses vermaledeite Level irgendwie haben vergraulen lassen. Ich verstehe, was du meinst, weil die Spielwelt war tatsächlich sehr düster und es hat natürlich diese Mafia-Geschichte, die wir eigentlich alle kennen. Also das ist halt so eine der also damals kannte ich nicht. Ja, aber aus dem Film- und Fernsehbereich war das irgendwie schon sehr bekannt. Also das versucht keine neue Geschichte zu erzählen, aber das, was es gemacht hat, war wirklich toll und ist auch was man heute immer noch sehr, sehr gut sich angucken kann. Weißt du, was auch zeitlos geworden ist? Ah, lass mich raten. Silent Hill 2. Richtig. Boah, ich bin so gut. Ja. Das ist nicht nur das beste Horrorspiel aller Zeiten, es ist auch laut unserer eigenen Top-Montag-Liste die beste Story, die jemals in einem Spiel erzählt wurde. Und es ist auf jeden Fall eine der besten Stories, die je erzählt wurde, weil hier sehr viel gespielt wird mit psychologischen Tricks, mit der Psyche von dem Hauptcharakter in dem Spiel. Den zweiten Teil, den habe ich dann aber später mal tatsächlich nachgeholt und meine Fresse, das war schon was man auch mit viel Alkohol, glaube ich, so richtig erst verarbeiten konnte. Und hier ist es natürlich, sind es die Twists und die Storywendungen, die halt das Ganze nochmal mit einer anderen Perspektive am Ende versehen. Und vor allem diese unglaubliche Stimmung, wo du halt, also so eine tolle Parallelität von Spielwelt, Atmosphäre und Geschichte. Das fällt alles in eins und das eine drückt das andere aus auf eine ganz hervorragende Art und Weise. Ist auch immer noch schwer erreichbar, finde ich. Ja, genau. So wie Silent Hill geschafft hat. Genau, das ist halt da wirklich perfektioniert. Also das Spiel hat einfach so eine schöne psychische Ebene gehabt, in denen es die Kreaturen in dem Spiel verbunden hat mit der Geschichte. Also die sahen nicht einfach nur so aus, wie sie aussahen, weil das halt
cool oder gruselig war, sondern es hatte auch einen Hintergrund mit der Hintergrundgeschichte von dem Hauptcharakter James. Und das fand ich super gut. Das war auch wieder der Höhepunkt des Genres. Danach ging es nicht mehr besser. Oder es hat zumindest keiner geschafft, es besser zu machen bisher. Nee, hat es nicht besser geschafft als Silent Hill 2, weil es das ja eben über die Geschichte und über die Charaktere vor allen Dingen auch noch hinbekommt. Wenn es ja sowas wie Silent Hill 3 hat es vor allen Dingen über die Monster-Designs gemacht, während Silent Hill 2 du einfach Angst davor hast zu sehen, was als nächstes passiert. Nicht, weil du Angst davor hast, dich zu erschrecken, sondern weil du Angst davor hast, mehr über diesen Charakter zu erfahren. Und du willst eigentlich gar nicht wissen, was da noch alles passiert, denn es ist auch so hart und so knallhart. Der jetzt auch bei PT und bei Silent Hills, dem neuen von Kojima, dabei ist. Und das sieht ja, wenn man dem dieser PT-Demo glauben kann, extrem gut aus. Also da könnte was ganz, ganz Großartiges auf uns zukommen. Das auf jeden Fall. Du hattest ja Screenshots gepostet gehabt auf Twitter und Facebook. Ja. Und wenn selbst unser Grafiker Nick mal auf dich zukommt und fragt, ob du da irgendein random Foto gemacht hast und das genommen hast. Das hat so gut aus. Das ist tatsächlich was erstaunlich ist, dass es so wenig gibt, das oder so wenig Spiele gibt, die das wieder geschafft haben. Weil hier einfach jedes Teilstück irgendwie ein ganz großes Bild ergibt und kein Monster so aussieht, wie es aussieht, nur um so auszusehen, sondern wirklich einen Sinn hat. Ne? Also dass da Emotionen mit verbunden sind, dass da Schuld mit ganz, ganz viel im Spiel ist und dass er nach und nach anfängt, in dieser Welt sich selbst aufzuarbeiten und du als Spieler am Anfang eigentlich gar nicht weißt, was los ist und du denkst, dass es eigentlich alles zu surreal ist, dass es echt sein könnte. Mhm. Da habe ich überlegt, eigentlich war ich mir sicher, dass ich das Spiel auch immer in die Liste nehme. Da dachte ich, nimmst du mal was so. Emergency. Nimmst du lieber Emergency, weil Shadow of the Colossus nimmt bestimmt irgendjemand rein. Das war mir dann zu einfach. Dachte ich, was ist das beste Spiel mit Polizei? Emergency. Das war der nächste Gedanke. Ja, Polizei. Aber Shadow of the Colossus ist großartig, Punkt. Shadow of the Colossus ist so ein Spiel, wo ich früher immer so die Zauderer und Skeptiker an der Spielekultur irgendwie ins Boot holen wollte. Mhm. Und dann einfach einen Boss gespielt habe oder so, um halt irgendwie zu zeigen, was Spiele auch sein können. Inzwischen gibt es ja auch HD-Versionen von Shadow of the Colossus, die so semi-gut gelungen sind. Kann man auf jeden Fall spielen. Und ich habe das damals aber auf der Original PlayStation 2 gespielt, wo die Steuerung noch ein bisschen intuitiver war. Wobei mit ein bisschen intuitiver meine ich immer noch viel zu kompliziert, weil du konntest dich ja so festhalten an den Kolossen. Ja. Und das war merkwürdig, das zu steuern, weil das so ein Ausdauerbalken war, der dann immer so kleiner wurde und du da extrem aufpassen musstest. Aber es war mega spannend, weil das sind halt mal Bossgegner, ne? Wenn du die erstmal erklimmen musst und irgendwo am Nacken ist die Schwachstelle. Und du denkst ja am Anfang nur, okay, da soll ich jetzt hoch. Du siehst schon Bossgegner, okay, sind ja nur, besteht ja nur aus Bossgegnern sozusagen. Ja, ja, ja. Das konnten sie, was auch sehr gut ist, weil das ja Hauptmerkmal des Spiels war. Da können sich definitiv andere Spieler, auch die ich gut finde, eine Scheibe abschneiden. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich mich großartig darauf freue, dass Last Guardian noch existiert, weil ich befürchte, dass es dieses fast perfekte Universum, das eben jetzt auch Ico und aus Shadow of the Colossus besteht, so ein bisschen kaputt machen könnte. Weil ich habe meine Zweifel, dass Last Guardian nach all dem Hype und all den Verschiebungen und den Problemen, die es offensichtlich gab, mit diesem Kunstwerk mithalten kann. Weil wenn ich ein Kunstwerk in Spieleform irgendwie beschreiben müsste, würde ich einfach auf Shadow of the Colossus zeigen. 2005 irgendwann kam Shadow of the Colossus und hat halt gezeigt, wie man Bossgegner so richtig spektakulär und episch und trotzdem noch spielerisch anspruchsvoll gestalten kann. Und es hat nie jemand kopiert. Es gab mal Lords of Shadow, Castlevania, was so eine Titan hatte, die waren aber ein Witz dagegen. Und sonst traut sich da irgendwie niemand ran. Und ich weiß nicht, warum. Warum macht das nicht mal jemand? Und dann habe ich irgendwie mal, ich glaube, so die ersten ein, zwei habe ich auch gespielt und bin auch irgendwie da hochgeklettert. Und das war schon ein episches Gefühl. Das war einfach was Besonderes, weil es so einfach nicht gab. Also alles, was ich vorher gespielt hatte, seien das irgendwie alte Retro-Titel, Nintendo-Geschichten gewesen, die waren vollkommen anders als das Erlebnis. Und ich finde gerade so was dieses Videospiel als Erlebnis angeht, ist das halt echt ganz weit vorne. Ich finde vor allen Dingen, dass Shadow of the Colossus eine Erfahrung ist. Und das ist was ja eigentlich bei einem interaktiven Medium so
entscheidend ist, dass du eben einfach was damit erlebst und Emotionen hast und da einfach so eintauchen kannst in diese Welt, plus halt auch gut funktionierendes Gameplay hattest. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das für Last Guardian jetzt gut oder schlecht sein muss. Also ich glaube, es sind da ganz viel die Erwartungen, die da mitschwingen, weil ich glaube, dass die werden schon wieder einen Twist haben, was die Game-Mechanik angeht, aber ob das jemals rauskommt, Last Guardian, würde ich jetzt nicht drauf wetten. So, das war's mit der objektiv besten Liste, die ihr je bei GIGA gesehen habt. Zwei weitere Plätze, die ebenfalls großartig sind, seht ihr da unten. Falls ihr auf weniger guten Content steht, könnt ihr euch auch die Listen von Tom und Mats angucken, wo ihr so Highlights findet wie Emergency. Könnt ihr alles da angucken, falls ihr daran interessiert seid. Ich würde nicht urteilen, aber ihr seid schon, macht halt, wenn ihr wollt. Aber erstmal die Bonusplätze. Tschüss, viel Spaß.